Wieso ist mein Ziel verschwunden? Hab ich da irgendwas übersehen? Ich sollte doch zu dem alten. Da sind schon wieder neue Zombies aufgetaucht. Ach, da ist er ja. Hallo. Hey, who are you? And where's Andrew? You met Andrew? Where is he? Shit, that's terrible news. You know, if they bit him, it's all over. It's only a matter of time. He's gonna turn into a monster too. Yeah, I got bit too. That's why I cut my leg off. My own leg. I had no choice. I want out of here alive. So what about you? Have any teeth marks to declare? No. Wait, and you got here what, with just a stick? I'm impressed. Listen, if Andrew's bitten, then I'm shit out of luck. You've gotta help me. But look, I can help you too. I know how to survive. Come on, we can work together. You and I. Here, take this. You got a whole heap of shit ahead of you. If you want to stay alive, you gonna have to use it. Comprende? So it's kill or be killed. Comprende. I can attack, Papa. Okay. Follow me. Night's about to fall, then. I got a favor to ask you. Come on. Don't be shy. Mission abgeschlossen. Wir haben jetzt eine rostige Machete bekommen. Und das ist natürlich ein kleines Stückchen besser als unser Stock. Mit dem es ein Wunder ist, dass wir überlebt haben. Kann auch mit dem Boot fahren, aber wir haben noch keinen Anlasser. Noch keinen Motor oder irgendwie so. Da fehlt uns noch was. Und Levelaufstieg. Ich weiß gerade gar nicht mehr. Inventar, Ziele, Fertigkeiten. Ach ja, genau. Werte. Dann gehen wir gerade nochmal zurück. Fertigkeiten. Ich glaube, das kriegen wir auch gleich nochmal erklärt. Wir können jetzt einen Punkt verteilen und das ist als erstes halt, ja, Höhlenmensch, das die Fertigkeit Feuer zu machen, das werden wir brauchen. Deswegen wähle ich das auch gerade schon mal aus. Man kann das auch immer rückgängig machen, das ist eigentlich ganz gut. Habe ich eigentlich schon irgendwas noch? So, genau, ich zeige euch jetzt mal, wie man so einen Verband macht. Zusammenfügen mit der Pflanze. Tada. Und jetzt dem Alten hinterher und ja, das müsste das mit dem Feuer machen sein. Zombies grillen. Here's the plan. Last week, on another island, we found an old air tanker. It's damaged, but we could repair it and escape. Boats can get us out onto island, but by air, that seems to be the only way out of here. Andrew's mission was to find gas for the plane. This is your job now. Natürlich. Problem is, night is coming. And you need to know some really freaky creatures come out only at night, along with the other monsters. These creatures are vile and really aggressive. They only attack when it's dark and hate bright lights, so at least you can use that against them. I'll give you my personal flashlight to go to the village. But can I ask you to light me the campfire just here? Schalte die benötigte Fertigkeit frei und zünde Ramon ein Lagerfeuer an. Das ist kein Problem, das machen wir sofort. So, und jetzt können wir im Prinzip auch den Stick da anzünden, aber ich glaube, das brennt nicht lange. Schauen wir mal. Und er hat uns jetzt erzählt von Kreaturen, die nur nachts rauskommen und noch schlimmer sind als die von bei Tag, aber die sind lichtempfindlich. Great. Thank you.
This should be enough to keep them at bay. As promised. Here's my flashlight. Vielen Dank für die Taschenlampe. Aim the light at them. They will stay away for a while. Okay? All right, good. Let's get back to the real issue. The gasoline. Okay, jetzt haben wir eine Taschenlampe bekommen. Und unser nächstes Ziel, das Benzin zu besorgen. Ich guck gerade mal, da müssen wir, glaube ich... Keine Ahnung, wo wir da hin müssen. Jetzt hat er noch ein Ausrufezeichen, okay. Nochmal anquatschen. Bevor wir crashed, I spotted a small village. You will find it at the top of this island. With my jet and flashlight, you should be able to find it. If there's fuel on this island, it's gonna be there. So find a jerry can, make sure it's filled, and come back. You understand? Ja, ja. You find fuel, and you're halfway to freedom. I'll wait for you here. I'm sorry. If I can run, if I can even walk, I come with you. Good luck to you, my friend. Also Kanister finden und mit Benzin füllen. Das klingt natürlich erstmal einfach, aber da haben wir, glaube ich, ein ganzes Stückchen Weg wieder vor uns. Und wir wechseln jetzt mal auf die Machete. Dann lässt sie den brennenden Stoff fallen. Das ist übrigens auch interessant. Wusste ich noch nicht. So, und hier müssen wir dann halt jetzt auf jeden Fall die Machete benutzen. Kann ich das eigentlich auch halten? Bringt das was? Nee, ich komm nicht. So, ich komme noch nicht ganz sauber durch. Mal ein bisschen mehr frei. So. Immer ein bisschen gucken, ob jetzt Kram rumliegt, den wir einsammeln können. Haufen Leichen. Ich frage mich, wer die so verpackt hat. Und die Sonne geht langsam unter. Das ist unschön. Die Einblendung ging mir langsam so ein bisschen sehr auf die Nerven. Ich glaube aber nicht, dass ich die irgendwie ausschalten kann. Mit wirkender Steuerung, wie man spielt. Das ist jetzt eigentlich nur das. So, da haben wir was gefunden. Ein Rezept sozusagen zum Holzaxt herstellen. Ein Stab, ein Stück von diesem Feuerstein und Kram. Duct Tape, Nägel, Hammer. Hab ich alles nicht. Nur bisher den Feuerstein und den Stab habe ich. Hier kommen wir jetzt auch mit der Machete nicht durch. Das heißt, der kurze Weg hier runter wird es nicht sein. Wir müssen den ganzen Weg aus drum laufen. Juppie! Ich glaube, die sagen immer Baloo. Ich verstehe immer Baloo, wenn die irgendwelche Geräusche von sich geben. So, da geht Taschenlampe an. Und da kommen nämlich diese Viecher schon. Die laufen einem halt ein bisschen hinterher, das ist das Problem, deswegen versuche ich die, wenn es geht, zu töten, aber das geht ein bisschen besser, wenn man eine Fernkampfwaffe hat. Oder, aber jetzt kommen die von vorne und die von hinten. Ja. Ach, Mistvieh.
shit. Hab ich nicht gesehen. Die sind richtig hartnäckig. Na? Wo war denn da? Ich hab doch jetzt, hab ich das jetzt aufgenommen? Nee, jetzt doch. Was mit dem Ziel ist manchmal so eine Sache. Schnupfen ist tödlich. Ja, nicht umdrehen, mein Liebe. Na. Ich glaube, ja, du lebst noch. Erstmal zu mir kommen, damit ich es töten kann. Komm. Ach. Mist, wie hier. Eine Rolle irgendwas garn. Und wir müssen immer noch das Dorf erreichen. Ich weiß, ich weiß. Und da sind eine ganze Menge von denen. Ah. Habe ich gleich ein Problem. Kannst du mal sterben? Danke. Gott. Habe ich keine Heilpflanze mehr, ich habe nur das Medkit. Habe ich nicht auch noch so ein... Ja, so ein Verband habe ich noch. Du lebst noch? Nicht mehr. So. Ich sehe da so eine Pflanze. Kann man mitnehmen. Und ich muss auf die Karte gucken. Wenn wir da jetzt hochgehen, müssten wir hinkommen. Okay. Allerdings kam ich da auch nicht durch, ne? Nee. Ah, hier. Bild. Das müssen wir später jagen, und das ist gar nicht so einfach.
Noch eine Pflanze. Ich seh dich nicht mehr, aber du lebst doch noch. Nein? Es wird ein bisschen knapp, ne? Ich bräuchte mehr Heilpflanzen.